Wie kriege ich dieses Diagramm jetzt raus aus meinem Programm? Eine Möglichkeit ist, Sie kopieren es und dann hier auf dem anderen Blatt mit nicht Zellen einfügen, sondern einfügen. Ups, irritierend, einfügen. Da ist mein Diagramm. Jetzt kann ich natürlich einfach dieses Blatt drucken, wenn ich das Blatt als, wenn ich dies, ups, falsch, wenn ich das zum Beispiel auf Papier haben will, drucke ich dann einfach das Blatt. Das wäre eine Möglichkeit, vielleicht sogar ein bisschen größer gemacht. Nebenbei sehen Sie gerade, kann ich das auch noch erzählen, beim Drucken in der Standardeinstellung produziert er hier einen Kopf und einen Fuß. Das ist im Allgemeinen eher nervig. Wenn Sie hier unter Format Seite Kopfzeile gucken, Format, Seite, Kopfzeile, Kopfzeile ausschalten, Fußzeile ausschalten, dann hat man den Ärger nicht. Hier nochmal die Seitenansicht. Jetzt haben wir nur unser Diagramm. Das wäre eine Möglichkeit, oder diese Seite als PDF speichern wäre eine andere Möglichkeit, oder Sie nehmen das Diagramm, kopieren und gehen damit in Ihr Textverarbeitungsprogramm, zum Beispiel OpenOffice Writer, fügen es da ein, also es geht einfach per Maus, ne? Einfach per Maus hier einfügen. So, haben es da dann drin. In OpenOffice Writer ist es sogar weiterhin editierbar. Sie können nachträglich sagen, oh, ich brauche doch hier mal eine andere Füllung im Hintergrund. Das sieht jetzt nicht gerade schick aus. Die einzelnen Elemente des Diagramms bleiben editierbar. Wenn Sie es in Word einfügen, ist es wirklich eine reine Grafik und nicht mehr editierbar. Analoges passiert bei Microsoft Office, wenn Sie das im Diagramm in Excel vorbereiten und in Word einfügen, ist es in Word editierbar, und wenn Sie das Diagramm aus Excel hier einfügen in Writer, ist es nicht mehr so ganz gut editierbar, vorsichtig gesprochen. Und das wäre also eine Möglichkeit, dieses Diagramm dann weiter zu verwenden, wenn Sie es nicht in der Tabelle lassen wollen. Noch weitere Verschönerungen. Wenn Sie die Tabelle aufräumen wollen, irgendwelche Rechnungen verstecken, da ausblenden oder hier ein paar Zeilen ausblenden in der Form und einfach Mausklick rechts, um es dann wieder einzublenden. Ich blende mal wieder alles ein. Und gehe mal auf eine andere Tabelle, die ist ja inzwischen so verhunzt. So, statt dass man Bereiche so zu Fuß auswählt, wie gerade eben vorgeführt, zum Beispiel die Summe aus allen diesen haben will, das so mache, statt dass ich die zu Fuß auswähle und hier mit B4C9 angebe, kann ich auch Bereiche definieren. Wenn in diesem Bereich immer meine Messwerte stehen, kann ich dann das einmal auswählen und sagen, Bereich festlegen, und der soll dann heißen, von mir aus meine Messwerte. Oh, Messwerte, inzwischen mit Doppel-S, Entschuldigung. In der Form. Und jetzt müsste ich hier sagen können, zum Beispiel ist gleich Summe, Klammer auf, meine Messwerte, bietet das sogar an. Für denselben Effekt. Das ist wesentlich übersichtlicher, als die Zellen hinzuschreiben. Also wenn Sie Tabellen haben, die Sie recyceln wollen, wäre keine schlechte Idee, Bereiche wirklich zu benennen, dass man diese Bereiche dann auch mit ihrem Namen ansprechen kann. Die stehen dann hier. Bereich festlegen, dann sehen Sie meine Messwerte, oder hier dann Bereich auswählen, wenn ich alles auswählen will, was dazugehört zu diesem Bereich, diese Weise. Weitere Vereinfachung, wenn man etwas professioneller damit arbeiten will, statt dass man die Zellen einzeln formatiert, kann man Formate vordefinieren.
und muss sich dann nicht immer durch 1000 Menüs hangeln und sagen, bitte diesen Rahmen, bitte diese Schriftart, aber kursiv, 10 Punkt und so weiter. Man macht es einmal vor, einfach das hier, dann stelle ich jetzt mal was Sinnvolles oder weniger Sinnvolles ein, sage, okay, das soll eine Währung sein und bitte von mir aus Peru, was auch immer die peruanische Währung ist. Und das soll in Arioso sein, 20 Punkt, und zwar in grün, doppelt unterstrichen, schräg gestellt und irgendwie komisch umrandet, sagen wir von den beiden Seiten so umrandet, und auf hell-türkisem Hintergrund. Na, das sieht doch mal schräg aus. Das möchte ich mir merken als Stil, um das auf andere Zellen anzuwenden. Wenn Sie jetzt für jede weitere Auswahl, die Sie auch so formatieren wollen, alles wieder anklicken müssen, wird das ja ein bisschen langweilig. Ich kann mir das merken als Format, hier als Format, Formatvorlagen. Wir hier mal eine neue Vorlage aus der Selektion. Ich wähle das an, was ich formatiert habe und sage neue Vorlage aus Selektion. Ich gebe dem Ding einen Namen, schräg türkis. Da haben wir es dann. Und jetzt kann ich andere Bereiche auswählen und dann einfach mit Doppelklick auf schräg türkis stellen. Das ist jetzt vielleicht nicht das sinnvollste Format. Aber wenn Sie einmal ein vernünftiges Format haben, wäre es vielleicht hilfreich, das dann tatsächlich zu definieren. Sie können es auch nachträglich überschreiben, dass Sie Ihre Vorlage aktualisieren. Sie stellen es im Dokument neu ein, sagen, es soll jetzt aber doch noch fett sein, und aktualisieren es dann. Schräg türkis ist angewählt, ich habe es im Dokument fett gemacht, aktualisiere das, Vorlage aktualisieren. Dann sehen Sie, es wird überall fett. Oder Sie wählen hier mit Mausklick rechts, sagen Sie ändern und überlegen sich, dass die Ausrichtung vielleicht doch lieber gerade sein sollte. Na, 0 Grad bitte. Dass die doch lieber gerade sein sollte. Dann stehen die alle gerade, aber Sie sehen, oh, Platz wird zu eng. Das kennen wir auch schon. Ich wähle alle Spalten aus und mache Doppelklick auf eine Trennlinie im Kopf, dass die groß genug sind. Sie sehen, das ist dann deutlich leichter handzuhaben. Wenn ich mir überlege, dass dieses Format komplett durch die Tabelle anders sein soll, kann ich es wirklich zentral ändern. Das wird später bei der Textverarbeitung eminent wichtig. Wenn Sie 50 Seiten Abschlussarbeit haben und überlegen sich, dass die Schrift insgesamt vielleicht doch nicht Helvetica sein soll, sondern, was weiß ich, die ganz klassische Times, wollen Sie da auch nicht Stück für Stück durchgehen und ändern, sondern das so mit einem Mausklick gehen. Da wird es extrem wichtig bei Textdokumenten. Hier bei den Tabellen kann es auch schon helfen, ein bisschen aufzuräumen und schnell zu irgendwelchen Resultaten zu kommen. So, noch was zum Aufräumen, nehme ich auch schon praktisch durch mit OpenOffice. Noch was zum Aufräumen. Wenn ich so eine nette Tabelle habe hier mit diversen Daten da drin. Na, ach, warum mache ich das so aufwendig? Sowas. Es gibt ein Autoformat. Also eine Möglichkeit ist, dass ich selbst solche Formate anlegen und recyceln für alle Ihre Tabellen möglichst. Eine andere Möglichkeit ist Autoformat, der hier. Wenn Sie die Vorlagen da durchgucken, sehen Sie aber, das ist jetzt alles nicht der wahre Jakob. Das sieht alles nur peinlich aus, finde ich. Aber die Funktion als solche ist spannend. Er formatiert die linke Spalte automatisch, die rechte Spalte automatisch, die oberste, die untere, und in der Mitte erzeugt ihn automatisch so ein Zebra.
Das ist auf jeden Fall schicker, so ein Zebra, als wenn Sie Streifen da reinsetzen. Habe ich die noch auf der ersten Seite hier? Dieses Kästeln, das sieht immer ganz fürchterlich aus, wenn Sie in so einer Tabelle alles umkästeln. Diese Zebrastreifen ist das, was man zum Beispiel in Zeitschriften sehr häufig findet, wenn Sie irgendwelche Vergleichsberichte haben, in Computerzeitschriften oder Autozeitschriften oder was auch immer, sehen Sie typischerweise diese Zebras. Die sind viel freundlicher fürs Auge. Ich zeige das nochmal in der Seitenansicht. Ja. So, hier ist das allerdings viel zu heftig. Man würde diese Farben ganz, ganz schwach wählen, dass man es gerade erkennen kann. So vor der Schwelle, an der man es nicht mehr erkennen kann. So würde man diese Farben wählen. Diese Farben hier sind viel zu heftig. Und dieser Olivton oder was auch immer da sein mag, ist sowieso ein bisschen ja, fragwürdig, sage ich mal. Das Problem ist, die Vorlagen sind nicht allzu prickelnd. Aber man kann selbst für dieses Autoformat eine Vorlage bauen. Und zwar so, das wäre mein Tipp, bauen Sie sich Ihre eigene Vorlage. Sie brauchen ein 4x4-Feld, an dem Sie das vorführen. Ich brauche ja eine Kopfzeile, ich brauche eine Fußzeile, eine links, eine rechts, zwei in der Mitte und zwei quer, damit er wirklich alles sehen kann. So führe ich das vor. Ich baue mir jetzt mal wieder gerade hier eine Tabelle selbst. Ups. Auch immer, da stehen Zahlen im Zweifelsfall. Stehen Buchstaben. So, das ist meine 4x4-Tabelle, an der ich jetzt ein Beispielformat bauen will. Zum Beispiel zum Platzsparen Arial Narrow. Kann ich das Ganze überhaupt ein bisschen enger ziehen? Also statt dass man hier doppelklickt, um die optimale Breite zu haben, kann man auch einfach ziehen. Also ich wähle vier Spalten aus, ziehe eine davon. Und alle werden auf dieselbe Breite gezogen. Vielleicht mache ich hier mal die Kopfzeile fett und die Seitenspalte auch fett, die unteren fett. Und jetzt so ein minimales Zebra, dass ich nur diese hier minimal grau mache. Nehmen wir den hier vielleicht mal blaugrau, ist vielleicht nicht so schick. Ja, grau 10%. Die Frage ist immer, was der Drucker gerade noch ausgibt. Probieren Sie, was Ihr Drucker gerade noch ausgibt. Und ich werde, glaube ich, auch alles linksbündig. Nee, rechtsbündig ist an der Stelle hübscher. Rechtsbündig, so. Machen. Das soll meine Vorlage sein. Die wähle ich aus und nun kann ich sagen, Format, Autoformat hinzufügen. Nennen wir sie Zebra. Sie sehen, was er da erkannt hat. Okay, und jetzt sollte ich in der Lage sein, irgendeine Tabelle, ich nehme die mal hier, irgendeine Tabelle automatisch mit diesem Muster zu formatieren. Format, Autoformat, Zebra, okay. Und da ist dann mein Zebra drauf. Ich hätte vielleicht mit der grauen anfangen sollen. Sie sehen, es sieht nicht so schick aus, dass ich mit der weißen angefangen habe. Ich hätte mit grau anfangen sollen und weiß weitermachen. Das wäre etwas deutlicher gewesen. Also so können Sie sich Ihren eigenen Stil zusammenbauen. Und vor allen Dingen haben Sie dann auf diese Art auch die Möglichkeit, solche Zebras zu erzeugen, die deutlich schöner aussehen als Kästchen. Das wollte ich zu OpenOffice Calc gezeigt haben.